Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 29. September 2020 mit einem spontanen Video für dich und zwar mit den Lenormand-Karten. Was denkt und fühlt dein Seelenpartner heute und was ist sein möglich nächster Schritt? Bevor ich natürlich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal natürlich in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. So, die Karten sind wunderbar geordnet. Schließe deine Augen und sende mir auch deine Gedanken zu. Konzentriere dich, was denkt dein Gegenüber, wenn er an dich denkt? Was denkt dein Gegenüber, wenn er an dich denkt? Was denkt er denn, wenn er an dich denkt? Der fällt hier zweimal in den Kartenbild, ja? Was fühlt er denn, wenn er an dich denkt? Was fühlt er denn, wenn der an dich denkt, was fühlt er denn? Also ihr habt gesehen, die Karten waren ordentlich geordnet und trotzdem sind welche auf den Kopf. Ja, und was ist sein möglich nächster Schritt? 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 So, und die Maske ist noch vorhanden, die Maske ist noch vorhanden. Also wie du siehst, die Energie. Heute haben wir wirklich einen Portaltag und die Portaltage sind immer sehr hochenergetische Tage und die geben uns wirklich die Möglichkeit für einen seelischen Wachstum, für eine Weiterentwicklung. Also wir sind viel näher, also angebunden an dem Universum, an dem geistigen Welt. Also es geschieht also viel, viel leichter auch die Kommunikation. Wir empfangen viel einfacher auch Botschaften, die auch zum Beispiel nicht so spirituell unterwegs sind, die auch nicht so angebunden sind, die das auch nicht so vielleicht ganz bewusst praktizieren. Das soll jetzt auch keine Bewertung sein, aber durch diese Portaltage, wir haben einen besseren, viel leichteren Zugang. Und die Informationen kommen vielleicht auch durch Träume, durch Impulse, durch Gedanken, durch Zeichen, noch viel intensiver. Und das sind wirklich Tage, wo man die auch wirklich nutzen kann, diese Energie, und daraus schöpfen kann und das noch so ein bisschen verstärken kann, wirklich für den Wachstum, ja. Und schau mal hier, die Energie ist in der, hier hat er die Maske an. Die Energie des Portaltages ist im Verantwortung zu übernehmen, also Verantwortung, dass man für sein Leben, für sein Denken, für sein Tun wirklich Verantwortung übernimmt, dass man umso mehr Verantwortung man übernimmt, erkennt man, dass man auch keine Schuldigen wirklich im Außen braucht oder benötigt, sondern erkennt man wirklich, dass man das so selber so ein bisschen in seinem Leben kreiert hat und lediglich alles, was im Außen abläuft, ist eine Spiegelung, was in unserem Innen stattgefunden hat. Und in dem Moment, in dem man wirklich Verantwortung übernimmt, dadurch kommt man in der Selbstmeisterung. Man erkennt ja wirklich, dass man sein Leben selber kreieren kann und das ist wirklich ein riesiges Wachstumspotenzial jetzt auch, ne? Also an dem Tag. Und natürlich kannst du dein Gegenüber gerne energetisch unterstützen mit Reiki Großgrade und Lichtgrade. Gibt es heute Abend einen Energiekreis, also mit Reika Spirit. Lese dich dazu ein, über mal, also in meinem Shop, und das findest du auf meiner Website, also unter dem Video in der Infobox. Also eine energetische Begleitung für euch beide. So, und die Maske ist da, um diese Maske wirklich fallen zu lassen, bedarf wirklich Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.
Und da kannst du ihn dabei unterstützen. So, wie du siehst auf der Kopfebene, er zeigt sich hier noch nicht geerdet. Also die Energien sind hoch. Wahrscheinlich spürst du auch deinen Gegenüber heute extrem. Es ist halt wichtig, dass du dich schützt. Es ist aber auch wichtig, dass du wirklich in deiner Energie bleibst, in deiner Kraft. Das hat mit der Liebe nichts zu tun. Das erwähne ich immer wieder, also aus diesem wunderbaren Buch von Jean Rouland, also das ist in den Rauhnächten kommt das vor, wo man diese liegende Acht auch immer wieder vorstellt. Das finde ich gut, also nicht nur mit dem Seelenpartner, mit manchen Menschen auch, wo du das Gefühl hast, die nehmen dir oder saugen die Energie weg, dass du dieses liegende Acht vorstellst, ich bin in meine Ecke und er in seine, und aus dieser liegenden Acht löst sich dann auf und entstehen dann zwei Kreise, ja, und das wirklich vom Jean Rouland, also ist eine wundervolle Autorin, also sie macht also wundervolle Bücherkarten, also wirklich sehr, sehr kraftvoll, energievoll, wundervoll. Ich danke für diese, ich bin voller Dankbarkeit für diese tolle Bereicherung auch für die Allgemeinheit, ne, für den Jean Rouland. Also auf jeden Fall, wie du siehst, der ist nicht geerdet und es kann sein, dass er auch wirklich noch nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Allerdings auf der Kopfebene möchte er sich auch entwickeln, möchte er auch wachsen. Du kannst ihn dabei unterstützen, damit er in seine Kraft, in seine Männlichkeit kommt, wie du siehst. Und auf der Herzebene hat er auch eine starke Anziehungskraft zu dir. Also das spürt, also diese Anziehungskraft ist allerdings auch wieder am Kopf. Also das heißt, er fühlt das, aber er versucht das so immer wieder mit der Maske abzuwehren und immer wieder zu unterdrücken. Dennoch vergesst bitte nicht, wir haben am Donnerstag den Vollmond im Widder, und Widder ist so richtig powervoll, und natürlich gibt es auch eine Legung dazu. Ich werde auch meine Karten auch fragen, was von Energien erwarten uns an dem Tag, ja, und es geht auch hier wirklich darum, im Herzen fühlt ihr, dass es so eine göttliche Fügung mit dir ist, dass es hier der Weg schon beleuchtet ist, dass es so eingefädelt ist, im Herzen fühlt ihr das, und der befindet sich in einer großen Transformation zurzeit. So, und wie geht es weiter? Da ist hier ist der kleine Glück. Also kleine Glück, also ist schon, ja, sind schon glückliche Umstände da. Dennoch ist noch also so ein bisschen Unehrlichkeit, so ein bisschen Listigkeit, Hinterlistigkeit da im Verborgenen. Also nicht schlimm. Aber dennoch, also schon alleine, wenn jemand nicht die Wahrheit spricht, ist schon ein bisschen hinterlistig. Und das gibt jetzt heute dem die Möglichkeit, wirklich das aufzulösen. Unterstütze ihn doch dabei. So, und wir ziehen eine Botschaft aus der Orakel der indischen Götter. Welche Gottheit begleitet deinen Herzensmenschen heute? So, liebevolle Kommunikation, das ist doch großartig. Vamana, ich spreche die Sprache der Liebe. Ja, ich spreche die Sprache der Liebe. Welche Elfe öffnet jetzt sein Herz hier von Claudia Knüppel? Wir fragen mal. Ja, so, zwei Wolte. So, wir schauen mal. Also einmal schon mal die Farben an. Es gibt für alles in den richtigen Augenblick. Es gibt für alles den richtigen Augenblick. Ergreife ihn. In jede Blüte träumt Gott einen wunderschönen Traum. Lass auch du deine Träume blühen. Also es geht wirklich darum, wenn er in seinen Träumen über dich jetzt träumt, dass er das zulässt. Und zweitens, es gibt halt für alles einen richtigen Augenblick. Vielleicht auch jetzt dieser Portaltag dafür. Ein richtiger Augenblick. Wir schauen jetzt, was die Engel dazu sagen. Also auf Wolke 7, die Karten kannst du auch käuflich bei mir in meinem Shop erwerben. So, wir fragen, welche Engel begleitet dein Gegenüber heute? An dem heutigen Portaltag.
So, es begleitet ihm der Engel der Zeit. Nimm dir Zeit, um bewusst zu genießen, lebe und schätze den Moment, halte ihn und schenke dir Zeit für die kostbaren Momente und dich selbst und die Geborgenheit. Bitte deinen Engel, dir Geborgenheit zu schenken, wenn du dich alleine fühlst. Also es kann sein, dass er sich heute alleine fühlt, damit du das Gefühl der Geborgenheit tief in deinem Herzen spüren kannst. Das war die Botschaft, was denkt und fühlt dein Gegenüber oder dein Seelenpartner heute und was ist sein möglich nächster Schritt. Ich hoffe, das konntest du annehmen und bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und umso mehr, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist und mit mir gemeinsam die Karten mischst. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.